Mein bester Freund ist an dem Zeug gestorben. Warum sollte man die Scheiße machen? Warum machen wir das, Leute? Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Film auf unserem YouTube-Kanal. Leute, heute geht es um Cambo. Cambo ist ein Froschgift. Also im Gegensatz zum Fliegenpilz ist Cambo ein echtes Gift. Das aber im Amazonas von den Ureinwohnern Südamerikas, also von den Menschen, die tatsächlich noch im Dschungel leben, von denen wird das so als natürliche Impfung genutzt. Seit Jahrtausenden ist das eine Tradition dort. Ich habe davon gehört, ich fand das voll spannend und dachte mir, irgendwie macht das Sinn, sich ein Tiergift so zu... Also das sieht manchmal alles so ein bisschen lustig, funny und witzig aus, aber wir machen uns im Hintergrund schon viele Gedanken und arbeiten mit Leuten, die da ausgebildet wurden. Leute, in diesem Video wird auf jeden Fall gekotzt und so, deswegen schaut euch das nur an, wenn ihr auch Lust habt, sowas zu sehen. In jedem Fall, viel Spaß mit Cambo. Heute machen wir eine kleine Cambo-Session. Cambo ist ein Froschgift aus dem Amazonas, das der Mensch sich auch zuführen kann, um zu entgiften. Das ist das heutige Ziel, mit den Teilnehmern gemeinsam einen kleinen Detox hinzulegen. Ich bin, muss ich sagen, ultra skeptisch, was das Ganze angeht. Ich glaube, ich war bei nie so einer Droge so skeptisch, weil ich habe mir da so ein paar Erfahrungsberichte, mehrere Erfahrungsberichte angeschaut und alle Leute sagen, das hört man nicht hin. Kotzeimer. Ich habe Lust, alles rauszupurgen, was mir jetzt nicht mehr gut tut. Und sie haben mich einfach mal richtig in diese Erfahrung fallen zu lassen. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, 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 sehr intensiv wird jetzt für den Körper, für eine kurze Zeit. Ich erwarte mir von Cambo so einen kleinen Reset und hoffe, meine Gesundheit ein bisschen boosten zu können, weil ich ein bisschen am Rumkränkeln bin die letzten Wochen. Ich hoffe auch noch mal heute ein bisschen was loslassen zu können. Haben sich auch bei mir ein paar Themen angestaut und ein paar Sachen, die ich gerne heute in diesem Ritual auch noch mal verabschieden möchte aus meinem Sorgenkoffer. Also ich möchte jetzt langsam, dass es losgeht. Ich bin sehr excited, wie es wird. Boah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, Leute. Also auf jeden Fall, ich hab vorher so einfach so ein random YouTube-Video angeklickt und dann hat der Typ so erzählt und das erste Kommentar, mein bester Freund ist an dem Zeug gestorben. Nee, der ist wirklich gestorben. Scheinbar. Ja, passiert. Ich will grundsätzlich eigentlich so die meisten Dinge einfach erfahren und ausprobieren. Und deshalb mache ich das, obwohl ich erwarte, dass ich eine schlechte, unangenehme Zeit haben werde. Praktiziere Cambo seit ungefähr einem Jahr und bin dazu gekommen, indem ich selber Teilnehmerin war und an der Cambo-Zeremonie teilgenommen habe. Und ich durfte irgendwann später an einer 3-Tages-Session teilnehmen und feststellen, wie kraftvoll diese Medizin ist und was für einen unglaublichen emotionalen, mentalen und körperlichen Release von Blockaden, Traumata und auch Krankheiten möglich ist. Und ich habe mich sofort in diese Medizin verliebt und möchte das unbedingt in die Welt tragen. Ich werde euch auf Punkte, die wir vorher mit diesem Stab setzen, werde ich euch das Cambo-Sekret auftragen. Sekret heißt, es ist kein Gift. Froschgift. Was auch viele so sagen, es ist das Sekret des Philomedusa bicolor-Frosches, dem Riesenmaki aus dem Amazonas. Wird deswegen auch die Impfung des Dschungels genannt. Hi, kurze Werbeunterbrechung. Hast du schon von unserem Newsletter gehört? Denn unsere Newsletter-Community bekommt regelmäßig fette Rabatte angeboten, die es so nicht auf Social Media gibt. Deswegen abonniere unsere Newsletter, bekomm regelmäßig dicke Rabatte und sahen so richtig ab. Denn Sparen ist ja der Sinn des Lebens eines Deutschen. Und jetzt viel Spaß mit dem Film.
so das Ding ist, so Cambo scheint die positive, also ich meine, da hat man ja nicht mal so einen krassen Rauch, man kotzt da einfach nur. So quasi die positive Seite ist niedriger. Aber es sind auch Leute schon gestorben, so quasi bei LSD, 2CB oder so, da ist ja noch nie irgendwer dran gestorben, so. Warum sollte man die Scheiße machen? Bereits beim Trinken extrem gemerkt, dass mir schlecht wurde. Und dann, als alles aufgetragen wurde, habe ich auch direkt, während Alex das noch gemacht hat, habe ich direkt gespürt, dass mir so dizzy wurde, schwindelig. Mein Kopf wurde, fing an zu glühen, es wurde total heiß. Meine Lippen, meine, hier die Partie wurde total taub. Dann wurden auch meine Hände komplett taub. Ich konnte nicht mal mehr alleine trinken. Ich habe am Anfang direkt gemerkt, wie mir das in den Kopf geschossen ist und mein Kopf so pulsiert hat und es ganz heiß wurde und mein Herz auch am Rasen war und irgendwann ist mein Sichtfeld so ein bisschen schummrig geworden und ich dachte, dass ich in Ohnmacht falle. Viva Cambo! Hoppa! Ich habe mich danach direkt so befreit gefühlt und hatte auch gar nicht mehr das Bedürfnis, dass da noch mehr kommt, was ich eigentlich gedacht hätte. Ich hatte eigentlich gedacht, das geht jetzt total lange, aber es ist natürlich immer unterschiedlich bei jedem. Ich habe sofort Übelkeit natürlich gespürt und habe auch direkt alles ausgekotzt. Und das war auf jeden Fall einfach mega befreiend. Also am Anfang, als es so angefangen hat, also mir war die ganze Zeit vorher schon schlecht, weil, also wenn ich nervös bin, wird mir schlecht und muss würgen. Und dann, wenn ich andere Leute kotzen höre, muss ich würgen. Und dann direkt, als ich es bekommen habe, habe ich so angefangen, gemerkt, dass es so angefangen hat zu wirken. Und dann dachte ich mir kurz so, ah, mir ist auf einmal nicht mehr schlecht. Ja, wahrscheinlich muss ich Geld kosten. Und dann auf einmal 2 Minuten später, oh nee, doch. Ich habe übel Sodbrennen jetzt, muss ich sagen. Ich habe ja generell ein Problem früher mit Sodbrennen gehabt, aber ich habe es durch Ernährung, habe ich es fast gar nicht mehr. Aber jetzt gerade kommt es die ganze Zeit so hoch, übel krass Sodbrennen. Ja. Die Erfahrung an sich fand ich auch ziemlich kacke eigentlich. Ich verstehe auch überhaupt nicht, wie das irgendwie emotional sein kann, dieser Kotzprozess für mich. Ich hatte das eher so an meine Suffzeit erinnert, wo ich 17, 18, 19 war, wo ich mir geschworen habe, dass ich nie wieder so viel trinke, dass ich morgens mein Wasser auskotze, wenn ich einfach nur Wasser trinke. Ja. Ob ich jetzt irgendwelche Emotions losgelassen habe, ich bin mir nicht sicher. Aber sicher weiß ich, dass ich jetzt erschöpft bin und dass ich nachher nicht so viel essen darf und dass ich jetzt aufpassen muss. Das ist das eine, quasi die negativen Seiten sind sicher. Ehrlicherweise, der eine oder andere hatte einen sehr intensiven Prozess und hat auch ein bisschen gelitten schon fast. Und das zu sehen, hat mich ehrlich gesagt irgendwie mit Stolz und mit Glück erfüllt, weil ich einfach wieder spüren durfte, wie wichtig diese Arbeit ist, um Menschen in Kontakt mit Cambo zu bringen. Ja, die Cambo-Erfahrung war für mich jetzt sehr emotional intensiv. Ich habe noch mal viel getrauert. Das Abkotzen war sehr chillig, weil das sehr schnell passiert ist und ich nicht so lange warten musste. Ich fand den Prozess nicht so schlimm. Also mir wurden erst 4 Punkte gesetzt, dann noch mal ein 5. Weil ich nicht so reingekommen bin. Ich fand den ganzen Prozess an sich, auch das Trinken davor, jetzt nicht so dramatisch. Also ich habe wirklich erwartet, dass mein Körper durch viele Schmerzen geht und sich einfach mega unwohl fühlt. Das war irgendwie gar nicht der Fall. Ja, ich bin super, super dankbar für diese Erfahrung. Besonders ja, körperlich fühle ich mich einfach jetzt sehr leicht und sehr frei. Und emotional bin ich gespannt, ob da in den kommenden Tagen noch irgendwas ja, mir widerfährt. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwelche emotionalen Releases im Nachhinein
dadurch jetzt erfahren werde. Für mich ist das jetzt einfach abgehakt so. Ich würde sagen, also es ist auf jeden Fall nicht so schlimm. Das Erlebnis an sich ist nicht so schlimm, würde ich sagen. Ich bin nach wie vor skeptisch, weil ich weiß nicht, quasi, weil man sieht ja auch jetzt allein bei den Leuten, die es hier genommen hat, dass die Bandbreite an, wie sie das so fanden, sehr groß ist. Ich würde Cambo auf jeden Fall empfehlen und ich würde es sehr gerne auch nochmal machen. Jedes Mal, wenn man so das Gefühl hat, man will sich von irgendwas reinigen, dass man dann sich das als sehr gutes Tool und ich kann mir auch vorstellen, das mal mehrere Sessions hintereinander zu machen. Ich würde Cambo nochmal nehmen, ja. Ich würde es auch empfehlen. Also ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich würde Cambo auf keinen Fall nochmal nehmen. Ja. Ich hatte mega viel Spaß, die Gruppe anzuleiten. Für mich ist der Prozess wunderschön. Und vor allem auch gerade dieses Friedliche am Ende, wenn alle ihren Prozess im Wesentlichen hinter sich haben, zur Ruhe kommen. Das ist immer so eine ganz besondere Atmosphäre im Raum. Mir war ein Wort, brannte mir so auf der Seele, als ich gekotzt habe, und das war Bedürftigkeit. Und ich habe das Gefühl, ich habe etwas Bedürftigkeit so loslassen können und hoffe, dass das auch bleibt. Dass egal, was du willst im Leben, es ist ja schön, wenn du Ziele hast und Wünsche und Bedürfnisse, aber so eine starke Bedürftigkeit ist irgendwie stets unangenehm. Und von der möchte ich mich gern auch nachhaltig lösen. Namaste, Sabadika, kap, kap. Das war unsere Cambo-Erfahrung. Was denkst du, hättest du mal Bock, Cambo zu probieren oder findest du das gefährlich oder dumm oder was hat das jetzt für einen Eindruck auf dich hinterlassen? Schreib's auf jeden Fall in die Kommentare, sag mir, was du denkst und fühlst und ich zieh mir das dann rein. Ja, dieser ganze Psychedelic-Lifestyle, diese alternative Medizin, dieser ganze Ansatz, so den Menschen nachzuahmen, die seit Jahrtausenden von Jahren hier mit der Natur connected leben und unsere psychischen Befindlichkeiten mit den Mitteln anzugehen, die sich seit Jahrtausenden von Jahren bewährt haben. Bleibt gespannt, es wird wild.